Hallo, in diesem Video möchte ich ein kleines Beispiel zeigen zur Maschenstromanalyse. Die Maschenstromanalyse ist ja ein weiteres Netzwerkberechnungsverfahren, das erstmal so ähnlich funktioniert wie die Zweigstromanalyse, aber das Ziel hat, auf ein Gleichungssystem mit weniger Gleichungen und weniger Unbekannten zu kommen, was dann von Hand potenziell einfacher zu lösen ist. Und das Beispiel, was ich mir anschaue, soll wieder das gleiche Beispiel sein wie in dem Video zur Zweigstromanalyse. Also eine Spannungsquelle auf der linken Seite, drei Widerstände in so einem T oder einem Stern. Und damit das Ganze spannend und interessant wird, noch eine Spannungsquelle auf der rechten Seite, denn sonst bräuchte man ja gar kein Netzwerkberechnungsverfahren, sonst könnte man das eben auch einfach mit Strom- und Spannungsteilerie rechnen. Das soll der Widerstand sein, R1 mit 1 Ohm, der Widerstand R2 mit 2 Ohm, der Widerstand R3 mit 3 Ohm und die Quelle hier auf der linken Seite nenne ich UQ1, die hat 6 Volt und die Quelle hier drüben nenne ich UQ2, die soll mal 7 Volt haben. So, das Erste, was ich jetzt mache, ist nichtsdestotrotz mal die Zweigströme festlegen, die wir eigentlich ausrechnen wollen. Das ist der Zweigstrom I3, das ist der Zweigstrom I2, die lasse ich mal beide hier in die Mitte zeigen. Und der Strom, der hier in der Mitte nach unten fließt, den nenne ich Zweigstrom I1. Und das, was man jetzt eben bei der Maschenstromanalyse macht, ist, man legt zunächst mal auch wieder die unabhängigen Maschen fest. Dazu hilft die Methode des vollständigen Baumes. Ein vollständiger Baum ist eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Das ist hier in der Mitte der Fall. Und dann können wir diesen Baum eben einmal über diese Masche schließen, über die Masche 1. Die zeichne ich mal in diese Richtung ein. Und eben über diese zweite Masche, da wähle ich mal den Umlaufsinn genau in der entgegengesetzten Richtung. Das ist die Masche 2. Und zu diesen Maschen gibt es jetzt entsprechende Maschenströme. Und das Erste, was wir machen, ist die Zweigströme I1, I2 und I3 ausdrücken im Sinne von diesen Maschenströmen. Und der Zweigstrom I1, der gibt sich eben aus dem Maschenstrom IM1 und aus dem Maschenstrom IM2, weil beide Maschenströme dort durchfließen. Der Zweigstrom I2 ergibt sich nur aus diesem Maschenstrom IM2 und der Zweigstrom I3 ergibt sich nur aus diesem Maschenstrom IM1 hier in der ersten Masche. Der nächste Schritt ist dann entsprechend wieder Maschengleichungen aufzuschreiben und ich mache das jetzt mal hier, weil man diesen Stift ganz gut sieht, weiter in dieser Farbe. Für die erste Masche können wir wieder aufschreiben, wenn man von hier nach hier läuft, ist die Spannung auf diesem Pfad UQ1 und die muss jetzt genauso groß sein, wenn man diesen Pfad und diesen Pfad langläuft. Das wäre eben die Spannung über diesen Widerstand, die Spannung U1 und die Spannung U3 und die Spannung U1. Also U3 plus U1 und genauso kann ich das für die zweite Masche aufschreiben. Wenn wir mal von diesem Punkt zu diesem Punkt hier laufen, auf diesem Weg lang, ist es die Spannung UQ2 und auf dem Weg hier lang die Spannung U2 und wiederum addiert mit der Spannung U1. Der nächste Schritt in der Rechnung ist jetzt für die Zweigspannungen das Ohmsche Gesetz einzusetzen und die Zweigströme durch die Maschenströme zu ersetzen. Also die Zweigspannung U3 ergibt sich aus dem Widerstand R3 mal den Zweigstrom I3. Und für den Zweigstrom I3 schreibe ich jetzt direkt, das ist der Maschenstrom IM1. Die Spannung U1 ergibt sich aus R1 mal dem Zweigstrom I1 und der Zweigstrom I1 ergibt sich aus der Summe des ersten Maschenstromes und des zweiten Maschenstromes. Und das Gleiche kann ich jetzt für die zweite Gleichung machen.
Die Zweigspannung U2 ergibt sich aus R2 mal I2 und I2 ist genauso groß wie der Maschenstrom IM2 und die Spannung R1 ergibt sich wieder aus dem gleichen, das wir hier schon hatten, R1 mal die Summe der beiden gesuchten Maschenströme. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, ist das, was hier unten steht, schon mal sehr gut, weil das, was wir jetzt erreicht haben, ist ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten, was potenziell lösbar ist und was natürlich von Hand einfacher zu lösen ist als das 3x3 Gleichungssystem, was wir bei der Zweigstromanalyse erhalten haben. Und ich schreibe jetzt dieses Gleichungssystem hier nochmal in Matrixform hin, einfach um das ein bisschen kompakter zu haben. Also wir brauchen eine 2x2 Matrix multipliziert mit einem Vektor, in dem die unbekannten Maschenströme drinstehen. Und hier hinten steht dann eben der Vektor der Quellen auf der rechten Seite dieses Gleichungssystems. Und die Koeffizienten in dieser Matrix kann ich einfach abschreiben. In der ersten Gleichung multipliziert mit dem Maschenstrom IM1 haben wir den Widerstand R1 und den Widerstand R3. Die stehen hier als Summe und dann nochmal R1 multipliziert mit dem Maschenstrom IM2. Und in der zweiten Gleichung ist es so, der Maschenstrom IM1 ist multipliziert mit dem Widerstand R1 und der Maschenstrom 2 multipliziert mit R2 und R1. Also steht hier R1 plus R2. Und die rechte Seite des Gleichungssystems, diese Quellen kann ich einfach abschreiben. Da steht hier ein UQ1 und darunter ein UQ2. So, und diese Matrix hat jetzt auch ganz nette Eigenschaften. Eigentlich hätte man sich das, was wir hier machen können, gemacht haben, auch sparen können. Man hätte auch das Gleichungssystem in Matrixform direkt aufschreiben können. Aber zumindest kann man jetzt eine ganz nette Probe machen, um zu gucken, ob das stimmt, was ich aufgeschrieben habe. Und dafür muss man drei Regeln wissen. Die erste Regel sagt was zu dem, was auf der Hauptdiagonale dieser Matrix steht. Und zwar stehen auf den Einträgen in der Hauptdiagonale jeweils die Summe der Widerstände in den Maschen. Also im ersten Eintrag steht die Summe der Widerstände in der ersten Masche. Können wir schauen, in der ersten Masche haben wir den Widerstand R1 und den Widerstand R3. Deswegen steht hier R1 plus R3. In der zweiten Masche gibt es den Widerstand R1 und den Widerstand R2. Deswegen steht hier R1 plus R2. Das stimmt. Das war die erste Regel. Die zweite Regel sagt was zu den Einträgen auf den Nebendiagonalen. Und zwar stehen in den Nebendiagonalen immer die Koppelwiderstände zwischen zwei Maschen. Können wir schauen, zwischen der ersten Masche und der zweiten Masche gibt es den Widerstand R1. Und die beiden Maschenpfeile zeigen ja auch in die gleiche Richtung. Deswegen steht hier plus R1 und plus R1. Denn das ist der Koppelwiderstand multipliziert mit dem Umlaufsinn. Wenn die beiden Maschenpfeile entgegengesetzt laufen würden, würde hier ein Minus stehen an der Stelle. So, und damit ist natürlich klar, dass diese Matrix immer eine quadratische Matrix ist, denn die muss so viel Zeilen wie Spalten haben, so viel Gleichungen wie Unbekannte muss dieses Gleichungssystem haben, damit sich das vernünftig lösen lässt. Diese Matrix ist auch immer symmetrisch, die lässt sich an dieser Hauptdiagonale spiegeln oder wir könnten die Zeilen und Spalten dieser Matrix vertauschen. Und diese Matrix muss auch immer invertierbar sein, weil sonst könnten wir ja das Gleichungssystem nicht lösen, was hinter dieser Matrix steckt. So, das waren die zwei Regeln für die Matrix. Jetzt braucht man noch die dritte Regel für den Vektor der Quellen dort hinten. Und zwar steht dort in der jeweiligen Zeile immer die Summe der Quellen in der jeweiligen Masche. In der ersten Masche haben wir die Spannungsquelle UQ1 und hier laufen sich die Pfeile entgegen. Das ist multipliziert mit dem negativen Umlaufsinn, deswegen steht hier hinten ein Plus UQ1. Und in der zweiten Masche gibt es nur die Quelle UQ2. Auch hier laufen sich die Pfeile entgegen, negativer Umlaufsinn, deswegen steht dort hinten ein Plus UQ2. Ja, und das, was ich jetzt als nächstes mache, ich setze einfach mal die Werte der Widerstände in diese Matrix ein. R1 und R3 sind zusammen 4 Ohm. R1 war 1 Ohm und 1 Ohm hier und R2 und R1 zusammen macht 3 Ohm. Die Maschenströme sind immer noch gesucht, IM1 und IM2. Und die Quellen eingesetzt sind 6 Volt und 7 Volt.
Und dieses Gleichungssystem möchte ich jetzt noch versuchen von Hand zu lösen. Das kriegt man vielleicht ganz gut hin, indem man die zweite Zeile hier mal 4 multipliziert und dann die beiden Zeilen voneinander abzieht. Dann entsteht ja hier vorne eine 0. Dann haben wir den Maschenstrom IM1 eliminiert und kriegen eine Gleichung raus, wo nur noch IM2 drin steckt. Und als Koeffizient steht dann hier eben 1 Ohm minus 4 mal 3 sind 12 Ohm mal IM2. Und auf der anderen Seite stehen dort 6 Volt minus 4 mal 7 sind 28 Volt. So, das fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen und drehe dabei auch gleich die Vorzeichen um. 12 minus 1 sind 11 Ohm mal IM2 und hier drüben sind das dann eben 28 minus 6 sind 22 Volt und dann können wir dementsprechend daraus den unbekannten Maschenstrom IM2 bestimmen und der ergibt sich dann aus 22 Volt durch 11 Ohm sind 2 Ampere. Und diesen Maschenstrom IM2, den können wir jetzt zum Beispiel nehmen und hier in diese Gleichung einsetzen. Dann steht ja dort 1 Ohm mal IM1 plus 3 Ohm mal IM2 sind 7 Volt. Also kann ich den noch unbekannten Maschenstrom IM1 ausrechnen aus 7 Volt minus 3 Ohm mal den Maschenstrom 2, also 3 Ohm mal 2 Ampere, geteilt durch das 1 Ohm, was dort noch steht. 3 Ohm mal 2 Ampere macht 6 Volt, 7 Volt minus 6 Volt macht 1 Volt, 1 Volt durch 1 Ohm macht 1 Ampere. Das ist der zweite unbekannte Maschenstrom, den wir jetzt ausgerechnet haben und die Ergebnisse setze ich jetzt einfach hier rückwärtig mal ein. IM1 war 1 Ampere, IM2 waren 2 Ampere und die Summe von beiden sind dann dementsprechend 3 Ampere. Und damit kann man jetzt im letzten Schritt natürlich auch mal noch die Zweigspannungen ausrechnen. Die Spannung U1 hier über diesem Widerstand ergibt sich aus 1 Ohm mal 3 Ampere. Das sind 3 Volt. Die Spannung U2 über diesem Widerstand hier oben ergibt sich aus 2 Ohm mal 2 Ampere macht 4 Volt. Und die Spannung U3 über dem Widerstand hier vorne ergibt sich aus 3 Ohm mal 1 Ampere macht nochmal 3 Volt. Und damit kann man jetzt schlussendlich nochmal als Probe gucken, ob alle Maschensätze und alle Knotensätze passen. Ich fange mal mit diesem Knotensatz hier oben an. Da fließen eben 1 Ampere und 2 Ampere drauf zu. Das macht zusammen 3 Ampere und das stimmt auch, weil hier unten fließen 3 Ampere aus diesem Knoten raus. Das passt. Und genauso können wir nochmal in diese Masche hier schauen und sagen, okay, die Spannung hier oben, das sind 3 Volt, die Spannung hier sind auch 3 Volt. 3 Volt und 3 Volt machen zusammen 6 Volt. Das sind auch genau die 6 Volt, die die Quelle hier vorgibt. Und auf dieser Seite der Schaltung sind es hier oben eben 4 Volt, hier unten immer noch 3 Volt. 4 Volt und 3 Volt zusammen machen 7 Volt und das sind auch genau die 7 Volt, die diese Quelle hier vorgibt. Und damit stimmen alle Knotensätze und alle Maschensätze und auch alle Stromspannungsbeziehungen in dieser Schaltung. Das passt und ist damit ein sehr schönes, kurzes Beispiel zur Maschenstromanalyse.